Im Fickefuchs geht es um einen Vater und einen Sohn. Beide kriegen nicht sehr viel hin, aber das mit Leidenschaft. Und werden sich in diesem Film kennenlernen und versuchen dann zusammen bei Frauen Erfolg zu haben. Ich habe darüber nachgedacht, ob der Film Fickefuchs nicht von einem norwegischen Regisseur wäre, Ole Stahlberg, und es ein skandinavischer Film ist. Weil ich Schiss hatte, mit einer deutschen Komödie halt ins Kino zu gehen, weil deutsche Komödien irgendwie für mich schon wieder ein Widerspruch sind. Ich kenne wenig deutsche Komödien, über die ich jetzt persönlich gelacht habe, die jetzt so Mainstream alle so sind. Und deswegen ist es sehr schwer. So viel von meiner Seite zum Problem des deutschen Films. Ich bin das erste Mal in München auf dem Filmfest, das gefällt mir sehr. Nicht nur, weil ich jetzt irgendwie vor der Kamera stehe und mich einschleimen will, sondern weil ich das Wetter natürlich genial finde. Und in Berlin kriege ich dann immer kalte Füße und noch Schlimmeres, weil das ist einfach unerträglich. Und das genieße ich immens sehr. Wir hatten gestern Premiere und es war eine super Stimmung. Es ist so angenehm, wenn man dann irgendwie mit 25 Grad irgendwie nach Hause geht und dann irgendwie noch ein Bierchen trinken geht. Also mir gefällt es sehr.